willkommen beim nächsten Booster Opening. Diesmal wieder Magic 2014 von der PlayStation 3, das Promo Pack. Es kann natürlich auch gut sein, dass es einfach nur an den Promo Packs liegt, mit den aktuellen Problemen, die ich mit diesen Promo Packs habe, anhand der Promo Packs für Android. Und ich sehe es. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass es bei diesem Muster mittlerweile normal ist, dass die von der Qualität her sehr, sehr nachgelassen haben, was das angeht, weil auch hier oben hat man es gerade so ein bisschen gesehen, hat man diesen fiesen Strich drin, da jetzt hat man, oh hier unten sieht man den auch richtig gut, diesen fiesen Strich drin. Das scheint normal zu sein, wurde mir jetzt per PN geschrieben, auf Twitter, folgt mir auf Twitter, ja. Was haben wir denn hier? Ogre Battle Drive, 4x3x3. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, kriegt sie +2/+0 und Eile. Die Karte kenne ich. Die hat ein ganz anderes Artwork. Oh mein Gott, das ist voll geil. Guckt euch mal das Artwork an. Das ist voll geil. Das ist cool. Wahrscheinlich nichts wert. Claustrophobia. Für ein farbloses, zwei blaue verzauberte Kreatur. Man tappt die verzauberte Kreatur. Und die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Ertappsegments. Child of Night, 2 Mana, 2-1, Lifelink. Man bekommt Leben in Höhe der Schaden, die diese Karte macht. Dragon Hatchling, für 2 Mana, 0-1, fliegend. Man kann dem +1/+0 geben für ein rotes. Sengir Vampir, 5 Mana, 4-4, fliegend. Immer wenn eine Kreatur stirbt, die von ihm Schaden zugefügt bekommen hat, kriegt er eine +1/+1 Marke. Die Karte ist urig alt. Dann Giant Growth, wo wir von alten Karten reden. Für ein grünes Mana kriegt eine Kreatur +3/+3. Instant, das ist ganz gut. Und War of the Spark, Celebration, Spark will fly your destination. Ja, der Battle Driver, wenn der nicht in so einem echt scheiß Zustand wäre, wäre der echt cool, aber leider Gottes sind die alle so, die sind echt. Das macht mich ein bisschen traurig, weil ich finde Magic-Karten haben eigentlich eine ganz gute Qualität, aber das ist irgendwie, naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.